Mal wieder guten Morgen oder welche Tageszeit auch immer bei euch gerade ist. Seit dem letzten Vlog sind ein paar Tage vergangen. Olga ist nach dem Wochenende zurück nach Limassol gefahren, um zu arbeiten. Und ich bin dann noch alleine hier in Larnaca geblieben. Jetzt checke ich auf jeden Fall gleich aus und dann geht es zum letzten Ziel meiner Zypernreise, nämlich nach Nikosia. Nikosia ist die Hauptstadt von Zypern und bei Touristen vielleicht nicht ganz so beliebt, dadurch, dass sie nicht direkt am Meer liegt. Aber ich wollte dort auf jeden Fall hin, weil ich glaube, dass es einfach eine super schöne und interessante Stadt auch ist. Die Hauptstadt Nikosia ist auch zweigeteilt. Es gibt den türkischen Teil und den griechischen Teil und man muss sich tatsächlich ausweisen, um die Grenze überschreiten zu können. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und denke, wir werden das sicherlich ausprobieren. Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. Okay. Ich bin jetzt mal auf gut Glück an einer Station ausgestiegen, die auf Google Maps so aussah, als wäre sie nicht so weit von meinem Hotel entfernt. Ja, scheinbar muss ich jetzt noch 10 Minuten zu Fuß laufen, was okay ist. Mit dem Koffer zwar immer ein bisschen umständlich, aber wenigstens gibt es hier in der Stadt einige hohe Gebäude, die so ein bisschen Schatten spenden. Also eine Sache, die typisch für Zypern ist, was ich jetzt in allen Städten schon gemerkt habe, Fußgängerwege hören teilweise plötzlich einfach auf. Dann, ja, muss man irgendwie auf die andere Seite gehen. So lange, bis der Fußgängerweg auf der Seite dann aufhört. Ach so, und teilweise wachsen dann halt noch Bäume dazwischen. Manchmal sind auch die Ampeln mitten in den Fußgängerwegen eingebaut. Also ein fußgängerfreundliches Land ist es nicht unbedingt. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eingerichtet und weil ich keine Lust habe, den ganzen Tag hier im Hotel zu verbringen, es mittlerweile aber auch schon wieder 34 Grad sind, habe ich beschlossen, mal ins Cyprus Museum zu gehen. Ich bin ja generell ein sehr großer Fan von Museen. Außerdem stand online, dass es kostenlos ist, was ja auch nicht schlecht ist. Wie man sieht, Biergärten gibt es tatsächlich überall, sogar in Zyperns Hauptstadt. Und um nochmal zur Fußgängerfreundlichkeit zu kommen, ihr seht, Fußgängerampeln sind hier auch eine Seltenheit. Also im Endeffekt rennt man auf gut Glück über die Straße und hofft nicht überfahren zu werden. Bisher hat es gut funktioniert. Oh, da hinten ist sogar eine Fußgängerampel. Ja, aber hier nicht. Blöd. Die Straßen hier sind tatsächlich angenehm leer. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade schon im City Center bin, aber ja, auf jeden Fall keine Massen von Touristen. Finde ich ganz angenehm. Weil hier gerade Straßenarbeiten sind, gibt es hier den improvisierten Bürgersteig. Aber immerhin gibt es einen. Going nowhere lately. It's
Time to start all over and go for it. Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say when a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. So, und ich habe gelesen, wenn man da auf diesen Charkolas Tower hochfährt, soll man einen schönen Blick über die ganze Stadt haben. Ich denke, das werde ich jetzt mal versuchen. Okay, ich habe gerade einfach nur auf die Null gedrückt und jetzt leuchten plötzlich alle Stockwerke hier. Schon ein echt creepiger Aufzug. Bin doch nur ins Erdgeschoss gefahren. Also ich habe nicht so wirklich einen Plan, wo ich gerade hinlaufe. Ich dachte, ich laufe einfach mal so ein bisschen durch die ganze Stadt. Und so abgesehen von dieser Haupteinkaufsstraße ist das echt wie ausgestorben hier. Keine Menschenseele. Ich wollte gerade eigentlich zurück zum Hotel gehen, weil ich mir jetzt ein bisschen was angeguckt habe und es mir langsam auch zu warm wird. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass ich die Hülle für meine Kamera wohl irgendwo habe liegen lassen. Wenigstens ist es nicht die Kamera, aber trotzdem werde ich jetzt meinen Weg nochmal ablaufen und nach meiner Kamerahülle suchen. Gott sei Dank habe ich einen ganz guten Orientierungssinn, weshalb ich mich jetzt, glaube ich, nicht wirklich verlaufen werde. Ich habe auch schon eine Idee, wo die Hülle liegen könnte. Ich hoffe einfach, sie ist dann auch wirklich da. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Und ich hatte recht. Ich habe sie hier liegen lassen, als ich mich selbst gefilmt habe. Glück gehabt. Ich war jetzt gerade ein Weilchen im Hotel, um mich quasi abzukühlen. Und weil Olga erst heute Abend irgendwann kommt, gehe ich jetzt nochmal zu so einem veganen Kaffee, das sie mir empfohlen hat.
You're in a good mood. I'm in a good mood because you are here. Oh, great. Finally. Okay, der guten Olga ist Schokolade in ihrem Jutebeutel ausgelaufen. An ihrem Hals ist auch was und ich habe es jetzt auch in meinem Bein. Schokolade überall. Oh, könnte schlimmer sein. Also, wir sind in den Aperol-Garten leider nicht reingekommen, weil nur mit Reservierung. Freitagabend hätte man vielleicht drauf kommen können. Schade! Sah so nice aus. Naja, auf jeden Fall gucken wir jetzt, was wir anderes finden können. Ja, zweite Station war genauso erfolgreich wie die erste Station. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass man hier reservieren müsste. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt keine Lust, noch 5 Stunden durch die Stadt zu laufen und uns überall sagen zu lassen, dass wir ohne Reservierung nicht reinkommen. Deshalb gehen wir jetzt zurück ins Hotel und werden uns wahrscheinlich einfach was zu essen bestellen. Und auf dem Weg vielleicht noch irgendwie was Nettes zu trinken mitnehmen oder so. Yeah, da sind Leute und haben Spaß. Nur nicht wir. Mittlerweile ist es Mitternacht. Burgers. Während wir uns What the Health angucken. Ja, das ist sehr ironisch. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt und erst hatten wir überlegt, nochmal in die Innenstadt zu fahren, aber da wir nicht in den Nordteil gehen werden, weil Olga sonst extra einen PCR-Test noch hätte machen müssen, was ein bisschen umständlich gewesen wäre, haben wir gesagt, okay, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich da bin, und fahren jetzt direkt in so eine Shopping-Mall, wo Olga noch nach Klamotten, glaube ich, gucken will. Und dann gegen Abend geht es zurück nach Limassol. Noch ein letztes Mal an den Strand und ja, morgen früh geht es dann auch schon wieder zurück nach Berlin. Ich meine, was heißt schon wieder? Irgendwie haben sich diese 2 Wochen echt angefühlt wie ein Monat oder so. Also ich habe eher das Gefühl, auf Reisen, da vergeht die Zeit irgendwie ganz anders, als wenn man zu Hause ist. Mein veganer Beyond Burger und Olgas Quinoa Burger. So, enjoy! You too! Thank you! Ich habe jetzt auch keinen Plan, wie ich mir das Ding hier in den Mund schieben soll, aber. Oh! Oh ja? Okay. Wir waren jetzt doch relativ lang in der Shopping Mall und sind gerade zurück nach Limassol gekommen. Es ist jetzt schon früher Abend. Im Endeffekt werden wir jetzt eigentlich nur noch eine Runde schwimmen gehen und ja, wahrscheinlich auch recht früh ins Bett. Und wie es am Flughafen aussieht, muss ich euch, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Dementsprechend war es das dann jetzt mit meinen Zypern-Vlogs und ich hoffe auf jeden Fall, sie haben euch gefallen. We can just say like you arranged it for... Because I